Ja. Der ein oder andere wird es schon erkannt haben an der Melodie. Wir haben uns heute zusammengefunden für die 1348. Folge vom Herzblatt. Und zwar in einer Spezialausgabe kurz nach dem Valentinstag, um die gebrochenen Herzen wieder zusammenzuflicken. Und deswegen möchten wir jetzt gleich zu unseren jungen Damen kommen, aus denen dann unser Junggeselle auswählen darf. Und deswegen kommen wir ohne größere Umschweife zu Kandidatin Nummer 1. Da hatte ich irgendwie etwas anderes erwartet, aber schauen wir mal, ob es bei unserer nächsten jungen Dame etwas besser aussieht. Ja, das ist doch schon ein bisschen besser. Aber jetzt, last but not least, Kandidatin Nummer 3. Kandidatin Nummer 1. Wenn Sie ein romantisches Ausflugsziel für unsere Kandidatin auswählen müssten, wo würde es hingehen? Kandidatin. Kandidatin Nummer 2. Sagen Sie noch mal kurz ein paar Worte zu sich. Okay, also das war wirklich sehr kurz, aber vielleicht haben Sie ja auch selber noch ein paar Worte, die Sie an unserem Publikum richten wollen. Ja, wir sind zu Hause, sitzen gerade auf einem wunderschön bequemen Sofa und machen sich jetzt so richtig schön bequem. Aber daraus kann sich unsere Kandidat nicht viel nehmen. Wie wäre es, wenn Sie sich kurz beschreiben würden? Schreiben? Ja, einen Moment. Nein, ich schreibe gar nicht. Ich kann natürlich schreiben, aber nicht jetzt. Also, Ihnen ist scheinbar wirklich nicht zu helfen. 11880-0, da werden Sie geholfen. Okay. Schauen wir mal, wie es bei unserer letzten Kandidatin aussieht. Kandidatin Nummer 3, wie würden Sie denn die Verbundenheit zu unserer Junggeselle ausdrücken? Dass wir zu unserer Junggeselle kommen. Er hat uns schon durch den heutigen Abend begleitet und deswegen bitte ich ihn einfach zu uns auf die Bühne. Ja, komm.
Knight. Knight Rider. Ein Auto. Ein Computer. Ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. David, schön, dass du da bist. Du hast natürlich alles mitgehört, aber hast du denn vielleicht selber noch irgendwelche Fragen an unsere Kandidatinnen? Ja, Rudi, natürlich. Kandidatin Nummer 1, wie gut bist du im Bett? Und dann ist hier dein Herzblatt.